Já děkuji paní Vandenburg. Jménem skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu vystoupí pan Wolf Klinz. Máte 3 minuty. You have 3 minutes. Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kollegen, der Binnenmarkt ist entgegen anderslautenden Aussagen immer noch nicht vollendet. Insbesondere im Bereich der finanziellen Dienstleistungen sind weitere Verbesserungen möglich und nötig. Sie, Kommissar McCreevy, setzen sich für eine Veränderung dieses Zustandes ein. Das Europäische Parlament unterstützt Sie bei diesem Vorhaben gerne. Der Muscat-Bericht gibt uns Abgeordneten heute die Gelegenheit, uns eindeutig für die umgehende Beseitigung ungerechtfertigter Hindernisse bei Fusionen und Übernahmen stark zu machen. Ich möchte dem Kollegen Muscat herzlich gratulieren zu dem sehr ausgewogenen Bericht und ihm danken für die offene und konstruktive Zusammenarbeit. Die politische Grenze zwischen 2 Mitgliedstaaten der Europäischen Union darf kein Hindernis für eine grenzüberschreitende Fusion oder Übernahme sein. Die Entscheidung über eine Fusion oder Übernahme sollte keine politische Frage sein, sondern allein davon abhängen, ob der Zusammenschluss einen Mehrwert für die Aktionäre, für die Mitarbeiter und für die Kunden und Geschäftspartner im europäischen oder globalen Kontext schafft und somit die Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen stärkt. Auf keinen Fall jedoch darf eine Fusion oder Übernahme gegen das EU-Wettbewerbsrecht verstoßen. Es kann also nicht Aufgabe der Politik sein, und da stimme ich Ihnen, Kommissar McCreevy, zu, für mehr oder weniger Fusionen zu sorgen, sondern nur sicherzustellen, dass das Gleichgewicht nicht total verschoben wird. Und wenn ich auf die mögliche Fusion zwischen der New York Stock Exchange und Euronext zu sprechen komme, so bin ich auch der Auffassung, im Gegensatz zu meiner Vorrednerin, dass hier die Politik nicht eine aktive Rolle spielen sollte, es sei denn, dort die Schranken einziehen muss, wo deutlich wird, dass über diese Fusion plötzlich amerikanische Aufsichtsvorstellungen in Europa Platz greifen. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man bedenkt, dass de facto auch zwischen europäischen Partnern zunehmend Kapitalmarkttransaktionen nach amerikanischen Kapitalmarktgesetzen stattfinden. Ungerechtfertigte Hindernisse steuerlicher oder aufsichtsrechtlicher Art müssen beseitigt werden. Die Kommission hat im Auftrag des ECOFIN-Rates an der exakten Identifizierung dieser Hindernisse gearbeitet. Als konkretes Ergebnis möchte ich auf die kurz bevorstehende Veröffentlichung der Revision von Artikel 16 der Bankrichtlinie hinweisen. Natürlich müssen Aufsichtsbehörden durchsetzungsstark sein. Jedoch ist der in Artikel 16 enthaltene Ablehnungsgrund eines grenzüberschreitenden Zusammenschlusses durch die betroffene Aufsichtsbehörde zu unpräzise formuliert. Die Bewertung des Fit and Proper Test lässt viel Interpretationsspielraum für Aufsichtsbehörden zu und kann somit zu Missbrauch führen. Einschlägige Fälle haben dies in jüngster Vergangenheit deutlich gemacht. Transparenz, nachvollziehbare Entscheidungen und damit Berechenbarkeit für die Unternehmen sind Aspekte, über die wir in den nächsten Monaten diskutieren müssen. Als Berichterstatter des Parlaments zu diesem Komplex sehe ich den Kommissionsvorschlägen mit besonderem Interesse entgegen. Abschließend noch einige Anmerkungen zu den vorliegenden Änderungsanträgen. Ich unterstütze den Kollegen Muscat, einen Rat der Weisen einzusetzen, um Auswirkungen der Konsolidierung sowie Fragen aufsichtsrechtlicher Überwachung, Fragen von Finanzstabilität und Krisenmanagement zu untersuchen. Ebenso halte ich es für richtig, dem Rat 6 Monate Zeit zu geben, um einen fundierten Bericht mit konkreten Vorschlägen zu den genannten Themen zu erstellen. Ich komme gleich zum Schluss. Meine eigenen Änderungsanträge zielen darauf ab, den Text etwas neutraler zu halten. Es geht um den EU-Binnenmarkt, um die Beseitigung nicht gerechtfertigter Hindernisse. Es darf also beim Parlament nicht darum gehen, die spezifische Situation in einem Mitgliedstaat auf ewig festschreiben oder diese um jeden Preis verändern zu wollen. Liebe Kollegen, legen wir die nationale Brille ab. Sorgen wir dafür, dass Industrie und Verbraucher den dringend benötigten Binnenmarkt bekommen. Nur so wird es ihnen gelingen, im globalen Wettbewerb bestehen zu können.